Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, herzlich willkommen zu Part 3 von Marvel Spider-Man. Und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf diesem Dach stehen geblieben und müssen jetzt, glaube ich, da aufs Dach rauf. Und ja, falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann lasst doch gerne ein Abo da und Like natürlich auch. Wäre sehr geil, da unterstützt ihr mich. Und schreibt rein, was ihr gerne sehen wollt, damit ich auch den Content machen kann, den ihr wollt. Und ja, wir sind jetzt schon mittlerweile bei Part 3 angelangt. Im letzten Video haben wir den Anzug mit der weißen Spinne hier bekommen. Ja. Auf jeden Fall, ihr könnt auch gerne bei Silas rumschauen. Also er heißt jetzt neu und zwar Rocket der Echte. Und ja, er macht halt Spider-Man Miles Morales und das ist die Fortsetzung von diesem Spider-Man. Auf jeden Fall. Warte, wovon soll ich jetzt eigentlich ein Foto machen? Ach, das Empire State Building, ja. So, das sieht doch mal gut aus. Sehr geil. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Auf jeden Fall sehr geil. Gut, dann werden wir uns jetzt als erstes erstmal. Das ist Mr. Lee. Mr. Hallo? Lee, wer ist denn Mr. Lee? Lee. Ich wollte nur Bescheid. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt einmal da zur Antenne begeben. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig, dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Hab aus Versehen die Cops umgehauen. Nice, kalibriert. Oder Schlüssel oder was auch immer. Okay, und jetzt, ich würde sagen, die Zeit nutzen wir, um die Türme neu zu kalibrieren und zu entschlüsseln. Solange der Kuchen nicht bereit ist. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder, wenn die fertig sind mit dem Kuchen. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. So, das war auch jetzt schon die Nachricht, dass wir zu Mr. Lee können, zu Mays Party. Und ja. Ab geht's zu Mays Party. So, und da sind wir jetzt auch schon bei Mays Party. Und ja. Hier werden wir uns jetzt, glaube ich, mal umziehen. Here we go. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Let's go. Ja, hier können wir auch sprinten. Hey, Peter. Ah ja, erstmal fleißig am Schach spielen. Ah, da in der Küche. Hey, Peter. Was geht? Da ist ja auch schon Mr. Lee. Hey, sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kissen. Nein, 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 nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter. Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wunderbar. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys... Wow! Peter. Ein bisschen überfordert gleich mit Babys. Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles.
und auf viele weitere Jahre. Ja, Subi. Gut gemacht, Tante. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen. Hi, Peter. Deine Tante ist hinten, glaube ich. So, und jetzt sind wir auch schon draußen. Gut, was muss ich machen? Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fisnys Besitz abgewickelt wird, wurde ein schneller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Sturzflug. Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wir machen noch einmal schnell diesen Turm hier. Wir machen einmal schnell diesen Turm und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich beim... Und jetzt sind wir auch schon beim Museum. Ich stehe hier oben. Gehen wir mal rein. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Yuri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Hier ist eine Sackgasse. Spider-Man, der Rohrkriecher. So, dann scannen wir einmal schon das Gebiet. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Ah, so kann man einen ablenken und den dahin locken. Geil. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ich sollte ihn von oben einspielen. Wow, Vorsicht! Ach, da soll ich lang.
ist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Du bist am Ende. Hier ist noch jemand. Verschwimmen. Sie muss die Akte haben. Oha. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse. Ah, ich muss das Teil anschießen, glaube ich, ne? So, dich zieh ich weg. Gute Nacht. Dich greife ich an. Hey, was ist das? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, 1 Cent für jedes keine Bewegung und... Wer ist denn die Braut? Hey, MJ? Was machst du denn hier? MJ. Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war sie noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Ja, das will ich hoffen. 15 minutes to 4. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo. Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht. Vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Es ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen.
War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier die Filigran-Grundintarsien dieses zeremoniellen Teesings. Sehr schön. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt. Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Cover? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt! Warten Sie hier bitte. Okay. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte nicht. Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damen-Toilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Was ist das denn für eine Spießerin? Sie werden an diesem Ort nie wieder sein. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige... Sorry. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. So, geh auf. Aber Rainer. Peter hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Ob es dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Hier kann ich nicht ran. Die Statue ist beweglich. Gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Er hält etwas in der Hand. Ah, der hält diesen komischen Stab, einen von diesen hier. Glaube ich. Vielleicht lässt sich das bewegen. Warte mal, rechte Handfläche hoch. Mund geschlossen. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Hä? Fast. Aber ein Teil fehlt. Ach, jetzt kann ich hier ran bestimmen. Warte, ich möchte nochmal das Bild hier ansehen, weil das wird. Da. In einer seiner Hände ist etwas. Ja, aber okay. Was? Dann ist das eine. Die habe ich schon mal gesehen. Nein. Da. Der. Nice.
Ja. Jawohl. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels? Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Alter, der Frauen schlägt es nicht so geil. Wo ist die Statue? Da drin! Och, Chinesen. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sag der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus. Du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Alter, Peter. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Bitte. Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn die Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Kann ich hier irgendwie durchgehen oder so? Muss leise sein. Wie soll ich denn hier irgendwie? Tja, Meister, das ist jetzt die Frage. Ich stehe hier mal hin. Du kommst auch hier hoch, Mann. Okay, alles klar. Wow, Fisk hatte viele Sachen. Hier, bevor ich weitermache. Das waren alle. MJ. Oh Mann, oh Mann. Alter, die schlagen meine... Alter, was soll das? Nein.
Versteck dich! Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs! Alter. Oh, Alter. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft! Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster... Na, dann komm her, du kleiner Pedo. Das hilft jedes Mal. Geht einfach an der Decke. So, noch mehr. Guck mal, man sieht seine Füße da einfach. Sieht aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Nix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen. Gern bis gleich. Leute, wir haben ein Date. Seit wann ist Nix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavius arbeitet mit Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wärst du wichtiger als dein anderer. Alter, wir bleiben bei Ehrenbruder Otto natürlich. Ich neue Töne von Freddy. Und in seinem Leben kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Und zu Easy. Unter Freunden? Freunde. Was sagst du denn also? Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind auch schöne Sachen wie Geld, Schlüssel, Balsam. Alter. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Noch mal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Stanley, du geile Sau. Du auch, Stanley. Alter, geil, dass die auch noch Stanley reingebracht haben. Falls ihr nicht wisst, wer Stanley ist. Stanley ist der Produzent, der alle Marvel-Filme gemacht hat. Oder hey, der Regisseur was war er. Diese Einheiten auf der dritten? Offenbar sollst
Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Armin ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Battlefield wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vom maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöge ich Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Auf jeden Fall, den Schocker werden wir uns gleich im nächsten Video widmen. Und in dem jetzigen Video gucken wir uns mal die Anzüge an. Ja, wir haben Anzüge bekommen, neue. Und zwar einmal den Scarlet Spider Anzug. Ja, finde ich nicht so geil. Und den Spider Armor Anzug Markt. Oha, der sieht ja Bombe aus. Auf jeden Fall zwei geile neue Spider-Man-Anzüge, würde ich sagen. Und ja, das sollte es jetzt auch wieder mit Part 3 gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Und für die Neuen würde es mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Denn ja, auf jeden Fall wird vielleicht bald auch, also nicht vielleicht, sondern es wird bald auch Part 4 rauskommen. Und ja. Ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.